Hallo und herzlich willkommen auf dem Spinfast-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier seid ihr richtig, wenn ihr euch für Drohnen, Quadrocopter und FPV interessiert. Heute gucken wir uns den Recon FPV Long Range 5 Zoll Copter an, der von HDLRC hergestellt wurde und mit großer Hilfe aus Deutschland entwickelt wurde. Was es damit auf sich hat und wie ihr den Frame gewinnen könnt, das heute in diesem Video. Der Copter ist gestern erst angekommen. Wir konnten heute noch keine Flüge damit machen. Wenn man so ein bisschen Long Range machen will, sollte man zumindest ein paar Meter rausfliegen. Wir haben hier ein bisschen Footage von Dave zugeschickt bekommen, dass ihr zumindest einen Eindruck habt, was dieser Copter zu leisten imstande ist. Er hat sogar ein bisschen rumgefreestylt damit. Wir werden natürlich, wenn es geht, diesen Copter dann auch noch selber ausführen in die Lüfte. Aber guckt doch währenddessen einfach nochmal bei Dave auf den YouTube-Kanal. Abonniert ruhig seinen Kanal auch. Der macht das Ganze auf Englisch. Aber ich denke, das Rudimentärste kann man da verstehen, selbst wenn man kein Englisch versteht, und würde mich freuen, wenn ihr da dem guten Dave einfach mal einen Besuch abstattet. Er hat wirklich jede Menge Arbeit in diesen Frame gesteckt, und wenn ihr Bock habt, auch gerne nochmal die Twitch-Sendung mit ihm angucken. Wir verlinken euch das Ganze unter dem Video. Jetzt geht's los mit der Vorstellung des Recon FPV 5 Zoll Mini Freestyle Long Range Copters. Gott, was für ein langer Name. Ja, es passiert nicht aller Tage, dass wir so einen Copter in der Hand halten, der so viel Innovation in sich vereint. Das fängt schon an bei dem Design des Frames, das ja nicht unerheblich wichtig ist, wenn man so einen Copter entwickelt. Und wir wollen gleich nochmal ein bisschen ins Detail gucken, aber ich kann euch hier schon mal so einen kleinen Blick drauf werfen lassen, was hier alles drin steckt. Völlig neue Verschraubung der Arme. Hier vorne das Druckteil ist auch von Dave C. komplett entworfen worden, was Bumper und Aufnahme für GoPros gleichzeitig ist. Wirklich wahnsinnig toll durchgestylt. Jetzt wollen wir eben noch mal kurz durchgehen, was alles in der Packung drin ist, und dann gucken wir uns den Copter ein bisschen genauer an, gucken mal in Betaflight rein, und ganz am Ende erfahrt ihr, wie ihr den Frame gewinnen könnt. Da haben wir ihn einmal hier auf der Werkbank. Der Copter kommt in diesem wunderschönen Package hier mit dem Original-Logo von Dave Recon FPV. Und so sieht er dann eben aus. Wir wollen mal vorne anfangen am besten. Dieses Mount ist auch von ihm entwickelt worden, das die GoPro hier aufnimmt und gleichzeitig auch die Caddx Nebula Pro hier sichert. Das ist die nagelneue Digital-Kombo hier von Caddx. Und ich bin mal gespannt, wie diese Kamera performt. Wir haben ja schon ein bisschen DVR gesehen von Dave, und ja, das sieht natürlich fantastisch aus, ne? Ihr habt also hier auch direkt guten Schutz für eure Kamera vorne. Das Ding sollte zuerst aufschlagen, wenn ihr hier direkt gerade gegen die Wand fliegt, anstatt der Motoren. Genau, das ist in etwa so ein halber Zentimeter Unterschied. Ja, und das sieht natürlich wahnsinnig toll aus. In Kombination mit dieser klappbaren Crossfire-Antenne ist das auch richtig sinnvoll. So habt ihr die optimale Ausrichtung für eure Antenne, wenn ihr da unterwegs seid, also in der Luft seid, denn dann ist das Signal einfach ringsherum am besten abgreifbar. Ihr fliegt ja meistens dann so in dieser Ausrichtung, also so geradeaus, und so habt ihr in alle Richtungen die beste Abstrahlung und die beste Aufnahme. Genau, ja, das lässt sich dann wieder einklappen, dann könnt ihr den gut verstauen. Ansonsten hat mir schon gesagt, hier drin schlummert dann ein F7 HDLRC Zeus Combo, die hier ganz schön reingequetscht ist, aber das passt alles perfekt. Hier hinten die Caddx Kamera, dann haben wir hier das GPS Modul, das ist HDLRC gebrandet, super leicht, steht hier unten ist der Buzzer dran, der natürlich losgeht, sofern ihr den Akku abzieht. Wenn ihr hier dann 2 Sekunden drauf drückt auf den Knopf, dann hört das Piepen auf. Ist ganz schön laut, also ich habe es schon ausprobiert. Klingelt auf jeden Fall vorher bei den Nachbarn, wenn ihr das Ding anwerft, denn das hört sich an wie so ein Feuermelder. Nicht, dass die Feuerwehr dann rufen. Genau. Ja, dann machen wir gleich mal weiter beim Frame, denn so die Hauptinnovation ist auf jeden Fall von unten auch sichtbar oder am besten sichtbar. Denn das sind eben diese großen Muttern hier, diese großen Schrauben, die die Arme halten. Und ich habe nochmal mit Dave gesprochen. Er sagte also, hier spart man eine Menge an Gewicht. Normalerweise müsste man 5 Zoll Arme mit M3-Schrauben sichern. Das ist hier nicht der Fall. Es wird einfach hier mit großen, also von unten kommt man hier mit dem Schraubenzieher dran, von oben mit einem Inbus, mit großen Schrauben gesichert, die Gewicht sparen, die sicher sind und dadurch eben auch eine richtig gute Steifigkeit bieten. Apropos Steifigkeit, wenn ihr es noch steifer haben wollt, könnt ihr auch diese Arme verwenden, die da mitkommen. Dann habt ihr da mit Sicherheit gar keine Vibrationen mehr drin. Das ist ja also eigentlich das Hauptziel bei solchen Long-Range-Coptern, dass auch die Vibrationen möglichst rausgetuned werden, beziehungsweise
der Frame gar kein Tuning irgendwie notwendig macht, sondern dass es von Haus aus so steif ist, dass es da gar keine Übertragung gibt von den Schwingungen der Motoren eben auf die Mitte des Kopters. Und dadurch, dass das dann auch noch so ein bisschen entkoppelt ist, das kann man hier ganz gut sehen, dass der FC hier gar nicht direkt an die Arme gekoppelt ist und keine Berührung hat, beziehungsweise alle Vibrationen, die hier irgendwie auf die Arme kommen, gehen erstmal in das restliche Carbon, bevor sie dann direkt auf den FC gehen. Das haben viele andere Frames anders gelöst, eben dass die Schraube teilweise durch den Arm durchgeht und dann in den Stack vom FC. Und das hat zur Folge, dass dann natürlich da mehr Vibrationen übertragen werden. Das haben sie hier, hat Dave hier in Zusammenarbeit mit HDLRC wirklich wahnsinnig toll gelöst. Genau, wenn wir, ja, nach hinten ist eigentlich alles ganz normal gehalten hier, das Antenna-Mount. Das ist eine HDLRC-Antenne. Ich weiß nicht, was da drin steckt. Ich habe die noch nie gesehen. Vielleicht habt ihr da Infos drüber. Nennt sich Hammer-Antenne. Muss ich sagen, ist an mir vorbeigegangen, aber wenn ihr darüber was wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und dann gucken wir uns mal die Motoren an. Die Motoren sind wahnsinnig schick. Also ich habe selten so schöne, flache Motoren gesehen. Die sind jetzt 2204 und 1800 kV. Da soll irgendwie noch eine andere Option auch rauskommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind die momentan noch ausverkauft. Das heißt, ihr könnt diesen Frame gar nicht in dieser Kombination kaufen, weil die Nachfrage so groß ist. Soll wohl eine andere Variante noch rauskommen, dass ihr den Frame dann solo kaufen könnt oder irgendwie mit allen Komponenten, nur den Motoren nicht. Bin mal gespannt, wie sie das genau handeln wollen. Ja, also wenn das mal nicht ein wirklich wahrhaft schicker Copter ist. Achso, ich wollte noch kurz hier zeigen, die Anodized Motoren hier, die haben natürlich zwei Farben drin. Da kann man das erkennen. Mach mal hier scharf. Will nicht. So. Da, zwei Farben sind da drin und die sollen dann irgendwann auch noch rot und schwarz werden, sodass es auch zum Rest des Copters passt. Dann haben wir eine komplette, richtig schön gebrandete Maschine hier. Ich finde das in diesem Lila schick. Ich bin froh, dass ich diese Variante bekommen habe. Das passt irgendwie auch hier einfach besser zu unserer CI. Wichtig zu beachten wäre noch, dass hier natürlich ein XT60-Stecker dran ist. Ihr fliegt den mit 6S. Hier könnt ihr bis zu 3000 mAh draufschnallen und dann eben ewig unterwegs sein. Ich würde wirklich gerne mal auch selber in der Situation sein, dass ich das mal ausfliegen kann. 3000 mAh, damit seid ihr mit Sicherheit 40 Minuten unterwegs oder länger. Abgefahrene Sache. Interessant ist ja noch, dass hier auf jeden Fall drei Blattpropeller drauf sind. Die sind ein bisschen schwierig beim Zusammenbau. Ihr habt da so kleine Nupsis, die ihr dazwischen schieben müsst, sonst halten die Schrauben gar nicht. Es war ein wenig zeitaufwendig, wenig nervig. Vielleicht gibt es da noch eine bessere Alternative. Vielleicht hat auch jemand schon eine Idee, was man sonst noch für Propeller verwenden könnte. Schreibt es uns in die Kommentare. Ein Wort noch zum Carbon. Die Arme hier sind entlang der Fasern geschnitten worden. Und zwar auf beiden, obwohl das ja ein Stück ist. Irgendwie haben sie es hingekriegt, das Carbon hier so in die Richtung zu legen und so in diese Richtung. Da gibt es mit Sicherheit auch jemanden, der mehr über Carbon-Herstellung weiß. Bitte erleuchtet uns mal, wie das funktioniert. Auf jeden Fall sind die super steif, ne? Das ist echt tolles Material. Und genauso ist es eben auch bei den beiden Streben, die dann hier dazwischen gehen sollen. Die sind ebenfalls auch super schön geschnitten. Hier entlang der Faser und sollten, ja, die sind super stabil. Das ist 4 mm Carbon, aber kriegt man nicht so einfach gebogen. Wahnsinnig gut. Ja, genau, das war es von dem Copter hier. Wir wollen jetzt mal gucken, was noch in dem Package mit dabei war. Und dann gucken wir noch schnell in Betaflight rein. Ihr habt hier so ein kleines Mount, was eine GoPro aufnehmen kann, eine GoPro Naked. Vielleicht auch eine SMO. Müsste man mal gucken, wie breit die ist. Zack. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, warum habt ihr denn noch keinen Test zu diesem Copter gemacht? Ja, der kommt auch noch. Kommt auch noch. Ist in the making. Aber das dauert alles ein bisschen. Ja, nee, das passt nicht, ne? Also das hier ist nicht das richtige Mount dafür. Interessant. Gut. Steht zwar so drauf, ist aber nicht. Das passt nur für eine Naked GoPro. Ansonsten kommt noch mit, ja, ein Packen voll Aufkleber. Der liebe kleine Dinosaurier. Da drin sind zwei Straps. Wenn ich Dave richtig verstanden habe, soll das auch nochmal alles komplett gebrandet werden, sodass ihr dann überall Dave C draufstehen habt, auch auf den Motoren. Bin gespannt. Dann kommt natürlich nochmal ein zweiter Pack Propeller dabei. Hier seht ihr auch diese kleinen Nupsis, die dann da reingedrückt werden müssen. Kann ich euch eben nochmal zeigen. Das war wirklich, wirklich anstrengend. Ich würde es keinem empfehlen, irgendwie nachts um drei zu machen. Also, das war nicht so eine gute Idee. Hier müssen die rein und dann könnt ihr die Schrauben erst befestigen. Ich mache das jetzt nicht vor, ich würde jämmerlich dran scheitern. Es hat bei mir bestimmt 20 Minuten gedauert, bis ich alle drin hatte. Das könnte man auch anders lösen. Ah, naja, kleine Abstriche sind eben dann doch zu verschmerzen. Ihr kriegt nochmal eine zweite Packung Schrauben mit für, ja, die sind ein bisschen länger. Das sind
M2 × 9 mm, also M2 mal 9 mm in der Höhe. Ich glaube, ich habe jetzt die 6er verbaut, die 7er verbaut, die reichen auch hin, um die Propeller zu sichern. Kann man, glaube ich, beide nehmen. Die längeren auf jeden Fall, wenn ihr noch irgendwie so Bumper auf die Propeller oben drauf schrauben wollt. Das gibt es ja mittlerweile auch, dass man da noch so Protektoren drauf packt. Natürlich wollen wir uns zusammen noch mal ein bisschen angucken, was eigentlich in Betaflight schon voreingestellt ist. Das ist immer ausschlaggebend für solche Ready-to-Fly-Copter, die im Prinzip aus der Verpackung kommen und losfliegen sollen könnten. Also, installiert ist hier ein Betaflight 4.2.0. Da gibt es also noch eine etwas neuere Variante. Und wir fliegen hier auf einem F7-Prozessor, falls wir das noch nicht erwähnt hatten. Das ist der Zeus von HGLRC. Anschlüsse habt ihr auf diesem 5 UHZ, 1, 2, 3, 4. Der 5. ist hier nicht vorhanden, also 6. Ihr braucht davon effektiv schon mal 3. Einen fürs GPS, einen für die CADEX Vista, einen für euren Empfänger. Und dann habt ihr noch 2 frei. Da könnt ihr, ja, was auch immer ihr möchtet, noch draufpacken. Dann haben wir in der Konfiguration, rechts oben fällt schon mal auf, die ESC-Firmware ist mit RPM-Filtern eingestellt und ihr könnt somit hier ja eigentlich davon ausgehen, dass sie den auch so ein bisschen getuned haben, denn sonst würde man das wahrscheinlich nicht so direkt einstellen. Schön ist, dass 180 Grad direkt im Arming eingestellt ist, das heißt, wenn er mal irgendwo auf dem Dach liegen bleibt, dass er schräger ist als 25 Grad, was so immer der Standard war, könnt ihr nach wie vor armen, braucht man zum Beispiel auch für den Turtle Mode. Genau, Drehrichtung der Motoren ist umgekehrt, das verwundert jetzt auch nichts. Auch jetzt eigentlich in Mode gekommen, das immer so zu machen, dass die Propeller vorne nach außen drehen, damit man etwaige Zweige einfach wegschlagen kann. Der Beschleunigungssensor ist aktiv, hier haben wir schon den Namen sogar eingetragen, Modellname ist richtig. Falls ihr hier nicht Crossfire stehen habt und ein Crossfire drin habt, dann müsst ihr das eben daraufhin umstellen. Habt ihr einen normalen S-Bus-Empfänger, wäre das hier S-Bus. Und ansonsten ist hier das U-Blocks-Protokoll eingestellt für das GPS, das ist auch korrekt. Ja, dann gucken wir nochmal eben auf die PIDs und zwar ist hier ein bisschen getuned worden. Also wenn wir uns jetzt mal die Standard-Tunes angucken, das hier ist der Standard-Betaflight-Tune. Da ist ein bisschen dran gedreht worden, ist alles ein bisschen kantiger eingestellt, oder? Ah nee, teilweise auch runtergegangen. Hier beim Pitch-P zum Beispiel ist ein bisschen weniger eingestellt, 4 Punkte. Der D-Wert ist ein wenig nach oben korrigiert worden bei Profil hier auf 40 und 37. Ja, also man kann sehen, da hat sich schon jemand Gedanken gemacht. Bin gespannt, wie das Ding fliegt. Da werden wir jetzt in diesem Video natürlich nicht zu kommen, aber wir haben ja so ein bisschen Footage von Dave und da bin ich dann zuversichtlich, dass ihr da so ein bisschen eine Impression bekommt, was das Teil, was der Recon FPV denn in der Luft so kann. Genau, den Rest interessiert uns erstmal nicht. Wir haben hier Rescue Mode natürlich auch mit belegt auf AUX 3. Das heißt, der Copter sollte dann zu euch zurückkommen, wenn ihr diese Taste betätigt. Der steigt dann natürlich hoch und kommt zu dem Punkt zurück, von dem ihr losgeflogen seid, sofern er denn schon eine gewisse Distanz zu euch hat. Sonst fällt er euch einfach aus der Luft, wie mir neulich auch passiert ist. Genau, dann würde ich sagen, zurück auf die Bastelmatte. Was richtig interessant ist, ist, dass HGLRC für diesen Copter zum ersten Mal eine Versicherung anbietet. Da zahlt ihr einen Monatsbeitrag oder Halbjahresbeitrag und euer Copter ist versichert gegen jegliche Schäden, wenn ihr das beweisen könnt mit dem DVR. Das heißt also, wenn der euch einfach aus der Luft fällt, irgendwo in irgendeinem Canyon, dann bekommt ihr den Copter wieder. Allerdings bekommt ihr den nicht umsonst, sondern ihr müsst die Hälfte des Originalpreises nochmal wieder dazu zahlen. Die digitale Variante kostet $335, die analoge Variante $250 etwa und somit habt ihr dann noch ein ganz schönes Reinvestment, was ihr dann tätigen müsst, wenn ihr euren Copter verliert. Zusätzlich eben zu dieser Versicherung muss man sich überlegen, ist relativ schwierig jetzt auszukalkulieren, finde ich, ob sich das für einen lohnt, weil das ist total subjektiv. Wenn ihr oft crasht, wenn ihr eure Copter oft verliert, macht das Sinn machen, aber wenn ihr so oft Long-Range-Copter verliert, dann habt ihr eigentlich auch ein ganz anderes Problem, nämlich dass ihr vielleicht einfach auch das falsche Hobby gewählt habt. Denn wenn man sich für Long Range entscheidet, sollte man sich langsam rantasten. Und wenn es dann mal passiert, dass ein Copter flöten geht, dann ist meistens auch noch ganz viel anderes Zeug falsch gelaufen. Die Vorbereitung, vielleicht auch das falsche Wetter, der falsche Tag. Das falsche Hobby möchte ich jetzt nicht sagen. Dennoch finde ich es also waghalsig, irgendwie von HGLRC sowas anzubieten, dann gleichzeitig so teuer zu machen. Ich will da nicht so viel drüber philosophieren, aber wir wollen mal abwarten und mich würde interessieren, was ihr dazu meint zu so einer Versicherung. Sollten das vielleicht andere Firmen auch mal anbieten, vielleicht für diesen Kurs oder einen anderen Kurs? Ist es vielleicht zu viel verlangt oder könnte man sagen, okay, vielleicht in einem Jahr, wenn es da vielleicht die V2 gibt, bekomme ich dann vielleicht irgendwie, wenn ich den zurückschicke, ein bisschen Refund oder kann ich da irgendwie drauf upgraden? Das wären alles so Sachen, die mir in den Kopf
Kopf schießen bei so einem monatlichen Beitrag. Bisher kenne ich das eigentlich nur von GoPro, die eben ja auch 50 Euro dafür nehmen, dass man diese Kamera einmal im Jahr austauschen kann. Hier wäre das eigentlich genauso zu wünschen, dass man zumindest noch so ein bisschen Optionen hat, was man dann eigentlich mit diesem Beitrag machen kann. Ihr könnt diesen Frame auch solo kaufen und ihr könnt ihn nachher auch noch bei uns gewinnen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Aber es ist wohl so, dass momentan die Motoren für diese Kombo, diese Ready-to-Fly-Kombo schon ausverkauft sind. Und es wird wohl auch noch eine Verkaufsversion geben in den nächsten Tagen, die alles beinhaltet, nur die Motoren nicht. Habe ich von Dave erfahren. Bin mal gespannt, wie das dann im Shop angeboten wird. Einfach ein Copter komplett aufgebaut ohne Motoren, dann mit anderen Motoren von anderen Herstellern. Weiß ich nicht genau, wie das ausschaut. Jetzt wollen wir mal einen Blick wirklich auf die Details des Copters werfen, den Frame genau unter die Lupe nehmen und ich erzähle euch ein bisschen, was da alles drin steckt. Wer sich für die Specs des Copters interessiert, das ist alles unter dem Video. Könnt ihr selber nachlesen. Brauche ich euch nicht vorlesen. Das kriegt ihr selber hin und der Link zu der HDRC-Seite ist natürlich auch unter dem Video. Leute, das soll es gewesen sein. Jetzt will ich euch natürlich noch verraten, wie ihr den Frame gewinnen könnt. Und zwar haben wir morgen Abend eine Twitch-Sendung um 21.15 Uhr. Link natürlich auch unter dem Video. Und wenn ihr da als Zuschauer dabei seid, dann werde ich einfach um 21.30 Uhr aus der Liste aller Zuschauer diesen Frame dann verlosen. Also morgen auf jeden Fall einschalten. Wer nicht weiß, was Twitch ist, einfach Twitch googeln. Der Link ist sowieso unter dem Video. Wir machen dann eine Sendung, reden jede Woche so ein bisschen über FPV, haben ab und zu Gäste dabei und letzte Woche hatten wir eben auch Dave selber dabei, der diesen Frame entwickelt hat. Wer die Sendung verpasst hat, kann die immer noch mal angucken auf Twitch und morgen Abend eben sowieso dabei sein. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir dann morgen eine ordentliche Audience am Start haben. Wir werden morgen Abend so ein bisschen Video-Review machen. Viele von euch schicken ja immer Videos auf den Discord-Server in eure Videos in die Kategorie und die gucken wir morgen Abend so ein bisschen durch. Ist nämlich schon wieder eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da hier auf dem YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und zwei Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen auf Twitch. Bis dann. Tschüss.